Wir sind um die 40 Kinder in der Mühle. Also ich finde, dass wir alle bodenständige Menschen sind. Aber mit dem Grund, dass der Reitsport so teuer ist, denken die meisten, dass wir alle reich sind. Ich bin hier, weil ich den Sport gerne machen möchte. Und deswegen lassen wir uns das auch eigentlich alle an uns vorbeigehen, wenn wir so einen Spruch bekommen. Das würde ich jetzt nicht so sehen, dass hier nur Millionärskinder sind. Ganz so gar nicht. Wir kommen aus normalen Familien und sind wie normale Kinder, nur dass wir halt als Hobby den Reitsport haben und das noch ein bisschen intensiver zu leben als andere. Man wird selbstständig. Das ist, glaube ich, eine ganz große Sache, die man auch sein ganzes Leben beibehält, weil wir einfach niemanden haben, der unseren Tag plant. Das muss man alles selbst machen und man muss sich größtenteils selbst um die Schule kümmern. Man muss selbst zum Pferd hinfahren, mit dem Fahrrad, man muss alles selbst timen. Und wenn man so 12 ist und hier hinkommt, hört sich das natürlich erstmal schwer an, aber man kriegt es eigentlich gut gebacken. Zu dem Reiten haben wir, wie jeder andere Schüler, komplett normalen Unterricht mit dem Reiten integriert. Die Vorteile von dem Reiterbonus sind, dass wir sehr oft freigestellt werden. Der Nachteil ist, dass wir dafür sehr viel Unterrichtsstoff nachholen müssen und dementsprechend auch wieder sehr viel Zeit für die Schule investieren müssen. Und das spürt man dann schon über die Wochen, Monate, Jahre, die wir hier verbringen. Wenn man in den Stall kommt und Pferd wiehert einem schon so zu und man streichelt das, dann kann man auch einfach abschalten von der Schule. Und genauso wie wir Menschen gute und schlechte Tage haben, ist es beim Pferd genauso. Also ist eigentlich jeder Tag ein neues Erlebnis, sage ich mal. Und man konzentriert sich auf was anderes. Das ist schon entspannt. So eine typische Reitstunde sieht so aus, dass wir meistens vorher die Pferde schon 15 Minuten Schritt reiten, vielleicht ein bisschen traben. Und wir reiten auch in besonders kleinen Gruppen. Das hat natürlich den Sinn, dass die Lehrer einfach individuell auf uns eingehen können. Gebogene Linie, den schwarzen Sprung. Im Vorwärtsreiten holst du dir wieder zurück. Dann haben wir 45-50 Minuten Training. Und da arbeiten wir die Pferde dressurmäßig oder springmäßig. Takt, Rhythmus, Losgelassenheit, Anlehnung und Versammlung natürlich auch, sind ja so die Hauptpunkte. Dann gehen die Lehrer das so Stück für Stück mit uns ab. Also Reiten ist nicht nur motorischer Sport, also man muss viel mitdenken, man muss immer wie im Auto schon einen Schritt vorausdenken. Und deswegen ist Reiten, glaube ich, auch schon viel auch im Kopf einfach. Und wenn man entspannt bleibt und ruhig bleibt, dann wird es mit dem Reiten einfach gut. Also ich würde hier nochmal hingehen, einfach weil es mir schon eine Menge gebracht hat und man kann schon Schule und Reiten gut kombinieren. Ja, also ich habe persönlich ziemlich gute Freunde hier gefunden und ja, ich denke, das geht einigen hier so, dass sie hier gute Freunde fürs Leben gefunden haben.